Einen traumhaften guten Tag, mein Name ist Gurken und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen suspekten Samstag. Wenn ihr euch jetzt wundert, okay, warum in aller Welt ist das jetzt dieses Layout, das heißt, Gurke, das kenne ich nicht, das macht mir Sorgen. Die Sorgen sind berechtigt. Ich habe gerade einen absolut gefickten Nacken, okay, der nicht mehr Sport überanstrengt und ich kann nicht mehr allzu gut in verschiedene Richtungen schauen und ich möchte nicht monoton in die Kamera schauen, okay. Außerdem habe ich heute echt keinen Nerv, um den Shit zu schneiden. Und wie gesagt, ich mache alles an einem Tag. Wie dem auch sei, wir steigen ein direkt mit der interessantesten News. Die 2020-Themen, die komplette Setliste wurde nicht geleakt, aber geleakt im Großen und Ganzen. Allerdings von Konami selbst. Denn jetzt wissen wir die Kartenliste. Vorschau auf aufgewählte Karten veröffentlicht Datum der Kartenliste 27.8. Heißt das, das ist jetzt immer noch nicht alles? Naja gut, wie dem auch sei. Wir schauen uns einmal um und reden über die Highlights. Wir haben einmal Oropogo. Ich meine, das ist ganz nett, wenn wir uns mal ansehen, wie teuer der ist. 3,50 oder so. Es ist solide. Crappy Resettlement Grades. Irgendwas Interessantes. Oh, Phantasmay. By the way, das sind nicht die Beispiel-Rarities. Das sind die Rarities, in denen die Karten rauskamen. Wir haben es hier zum Beispiel bei, wenn ein neues Set rauskommt, bei Rise of the Duelist zum Beispiel, konnte man ja schon grob erkennen, was davon welche Rarity bekommt. Hier allerdings sind einfach nur die Rarities, die die Karten vorher hatten, abgebildet. Denn Phantasmay wird wahrscheinlich nicht als Secret kommen und irgendwo unten war es noch offensichtlicher, als ich das vorhin durchgeschaut habe. Also ja, das ist ziemlich nett. Wir nehmen das mit deutschen Monster, das kriegt bestimmt ein Rarity-Upgrade. Als Common würde es mich doch sehr wundern. Radraser ist interesting, weil ich selbst noch keinen hatte. Savage Dragon ist eine Karte, bei der aus irgendwelchen Gründen Leute gesagt haben, der kommt nicht als Reprint. Schwachsinn. Natürlich kommt er als Reprint. Macht ja nur Sinn. Ja. Und jeder, der noch ein Phantasmay, Schwachsinn, der ein Savage Dragon noch hat, der sollte ihn schleunigst verkaufen. Wenn die Karte kriegt, ein Reprint. Und apropos Reprints. Oh, ich habe mir das vorhin schon mal angeschaut. Ich bin extrem gehypt. Wir haben Quantendrache. Der, ich meine, er war bei 5 Euro oder so um den Dreh, also das denke ich mal ein okayer Reprint. Das Ding hier kriegt vielleicht ein Holoprinting, obwohl, ich meine, wer hat danach gefragt. Sonnenlicht-Wolf kriegt seinen dritten Print. Und an dem Punkt, viel offensichtlicher können sie es eigentlich auch nicht mehr machen, dass die Sonnenlicht-Wolf hitten werden. Denn Sonnenlicht-Wolf hat schon ein Ultra-Reprinting bekommen, ein Super-Rep... Das ist sein vierter Print. Sein vierter Print, okay? Dritter Reprint, vierter Print. Er kam raus in Rare. Dann gab es hier einen Super Rare OTS Pack, das hat ja noch Sinn gemacht. Aber dann eine Ultra Rare in, welches Set war es nochmal? Battles of Legend? Es hat keinen Sinn gemacht. Genauso Gazelle. Dementsprechend erwarte ich, dass beide dieser Karten oder einer der beiden Karten gehittet werden. Denn Salamangreat war so lange Meta. Es ist immer noch Meta. Mindestens Tier 2. Ich würde eher sagen, so zwischen Tier 1 und Tier 2, also 1.5. Ist ein sehr, sehr gutes Deck, okay? Und mit Access Code ist das Ganze halt wirklich, wirklich stark. Dementsprechend, mich würde es nicht wundern, wenn Konami da mal ein bisschen aufräumt und Salamangreat ein bisschen abkillt. Ich war ja immer dafür, ihn auf 2 zu packen, weil das Deck jetzt nicht einschränkt oder so. Es kann alles machen, was es vorher auch getan hat, nur nicht mehr so oft, nicht mehr jeden Zug dasselbe Play. Denn an dem Punkt hatte jeder seit anderthalb Jahren die Salamangreat-Kombos gesehen. Und ich will nicht anderthalb Jahre lang sehen, wie jemand Sonnenlichtwolf eine Trap-Card und vielleicht einen Dweller-Pass hinlegt. Es geht mir so auf den Sack. Ich hasse dieses Deck. Es ist einfach so nervig, dagegen zu spielen. Einfach, weil du die Kombo schon immer gesehen hast und sie immer dasselbe machen. Genauso mit Prankits. Du brauchst Prankits ewig zum Kombo. Salat Gott sei Dank nicht. Ich meine, ja, es ist dringend nötig. LP und Fisty kriegen höchstwahrscheinlich Upgrades. Keiner. Ich kann euch jetzt schon zu 1000% sagen, dass das eine Prismatic Secret wird. Warum? Weil die anderen drei Skystriker Aces das auch sind. Heater? Ist interesting. Vielleicht ein Starlight. ich meine, man weiß ja nie, ob die noch Starlights da random reinhauen und so sagen. LOL. Surprise. Denn die ist ja die einzige, die nicht in Starlight rauskam. Aber ich denke einfach mal nicht. Neos-Fusion, ich meine, das war relativ absehbar. Wachdrache und darunter der Topf der Extravaganz. Nun, ich habe meine drei Ultra-Rares behalten, weil ich habe sie A nicht losgeworden und B, ja, ich brauche sie. Ich habe ewig gebraucht, um dieses Playset zusammenzubekommen, also habe ich sie einfach aus Frust behalten. Und Toon Chaos Unlimited Printing kommt übrigens, das ist jetzt schon draußen. Es gibt sogar Collectors Rares in Unlimited, würde ich allerdings nicht rein investieren. Wenn ihr so langsam was investieren wollt, investiert in First Edition Collectors Rares, denn die Unlimited werden nicht so einen hohen Wert behalten, das ist einfach super, nicht First Edition Karten, deswegen wahrscheinlich durch Konami auch keine Unlimited Versionen von Sets mehr, von Hauptsets. Extravaganz, ja, also wenn, ich meine, die Karte ist immer noch nicht Budget.
Und wenn das jetzt nicht gerade eine Common oder eine Super Rare wird, ich denke nicht, dass sie es nochmal zu einer Ultra machen werden. Ich denke, es wird was darunter. Oder eine Prismatic Secret. Ich gehe allerdings mal davon aus, dass das so eine Common oder eine Super Rare wird. Warum? Weil die Idee hinter Toon Chaos war, dass wir jetzt, die Idee bei dem Extravaganza Reprint bei Toon Chaos war ja, dass die Karte weiter zugänglich ist für mehr Spieler. Und das war sie nicht. Sie ist immer noch bei 40 Euro. Ich meine, wie zum Fick will sich das ein durchschnittlicher Spieler leisten? Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das eine Super Rare oder so wird und, ja, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro das Stück kosten wird. Ich meine, werden wir sehen. Es kann auch sein, dass das eine Prismatic wird. Also, wir werden sehen, was passiert. Wir haben die Time Thieves, die dann wahrscheinlich einfach endlich mal Holo-Upgrades bekommen werden. Wir haben Valkyren. Wir haben Guru. Ich erwarte, dass das eine Prismatic Secret wird. Alles andere würde mich wundern. Korobain ist halt eine große Sache. Gnomatrial sich mittlerweile plays mit dem Numeron-Stuff, weil Gnomatrial und Nibiru sehr, sehr stark gegen das Deck sind. Meistens wird der Gegner allerdings nur 3 Monster beschwören. Und wenn er nur 3 Monster mit Cording beschwört, dann könnt ihr Gnomatrial auf eins davon machen und das beendet deinen Spielzug, was halt ganz nett ist. Dann, sonst irgendwas Interessantes, genau, Rotor, und ansonsten, Brilloflee kriegt jetzt wahrscheinlich ein Holo-Upgrade, Crossbusier kriegt ein Holo-Upgrade, war dringend nötig, ich gehe davon aus, dass ich Holo-Upgrades bekomme, ich wäre sehr enttäuscht, wenn das Commons sind. Avramax und Signet Mining, Avramax ist das einzige Staple-Link-Monster, was mir noch gefehlt hat, nee, shit, Unchained Abomination, die ist da auch drin, by the way, und Signet Mining, ja, ist immer noch nicht so recht Budget. Ich meine, man kann sagen, yo, Salamander ist ein Budget-Deck. Allerdings, Spieler, die sagen, yo, ich habe ein Budget von 30 Euro, welches Deck könnt ihr mir empfehlen? Für Salamander reicht schon gar nicht mehr. Nicht nur wegen Access Code, sondern weil einfach ein Playset Signed Mining schon 30 Euro kostet. Und das ist halt echt scheiße, so. Und wenn das so eine 2-3 Euro-Karte wird, das wäre fair enough. Okay, und ich erwarte, dass es das auch wird, wenn es jetzt nicht gerade eine, keine Ahnung. Nee, es müsste eigentlich so günstig werden. Und Ava macht es halt schön. Fusionsschicksal, Monstrosity, sieht halt eine Menge Play. Mystic Mine. Und da haben wir unsere Bestätigung, dass diese Karte auf der September-Band ist, nicht gebannt wird. Ich bin mir an dem Punkt zu 100% sicher, dass auf der September-Band ist, by the way, die könnte schon in, das Video kommt am 15. raus, 2 Wochen und 2 Tagen. Wenn ihr dieses Video jetzt seht, in 16 Tagen könnte die Bandlist schon droppen. Und ich bin mir irgendwie sicher, dass dank diesem Reprint hier, oh Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Dass dank diesem Reprint hier Mystic Mine auf 1 bleibt. Und ich erwarte, dass es eine Prismatic wird. Mordschlag hat einen Holo-Print verdient, ist eine nette Equip. Crackdown ist schön, weil die Karte halt auch so ein bisschen pricey war. Ich meine, 2-3 Euro sind halt, ich meine, es klingt jetzt nicht nach viel, wenn wir über Yu-Gi-Oh! Karten nachdenken, dann Access Code 70 Euro, lol. Aber es ist immer noch Geld. Unnötiges Geld für eine okaye Falle. Sie ist okay, man spielt sie, aber 2-3 Euro das Stück, 10 Euro Playset. Und wenn ihr dann über das Playset nachdenkt, 10 Euro Playset, holy fuck, oh, das ist unangenehm. Also ja, gut, dass sie einen Reprint bekommt. Mehr Danger-Karten, aber nicht die guten, weil obviously die waren ja nicht in den Sets. Mehr Valkyren, shit. Utopische Finsternis und Endlichkeit. Warte. Wo in aller Welt hat die einen Reprint bekommen? Warte. Oh Gott, sehr unprofessionell. Nummer X. Ah ja, stimmt, die kam in Dach Neostorm, hatte ich ganz vergessen. Okay, Lacia, Cherubini war relativ klar, dass er einen Reprint bekommt. Pendelhalt bekommt einen Reprint für all euch, Schwachsinn, die darunter. Hier, Erinnerung an die Hoffnung, für all euch Nummern-Spieler, ich habe da rein investiert, hat sich nicht gelohnt, ich habe keine einzige davon verkauft, das kotzt mich echt an. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe sie für 70 Cent das Stück drin, kauft einen. Ich glaube, ich packe sie nachher auf 50 Cent. Memorensis Burschen. Tengis kriegen Holoprints. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie nicht rare bleiben werden. Ich hoffe, sie kriegen Holoprints. BES Sprengerkanonenkern kommt in das Set und ich will dieses Ding in Prismatic sehen. Oder Ultra, mir egal. Bitte sei keine Kamen, okay? Bitte zeig dem Deck Liebe. Und jetzt sehen wir hier Aoru. Ich meine, klar, fällt ja ein Schema. Gizmek Orochi war absehbar. Schauen wir mal weiter runter. Wir sehen die Marincis Monster eben, von denen ich gesprochen habe. Damit ist jetzt Korallenanemone keine 10-Euro-Karte mehr. Das heißt, das Deck ist jetzt Budget offiziell. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Blue Tang. Ne, Moment. Wie hieß sie nochmal? Blue Tang, wie hieß sie auf Deutsch? Warte. Marincis Blue Tang German. Dr. Fish. Ja, kriegt einen Reprint. Okay. Wo waren wir? Ah, und jetzt sehen wir halt hier den interessanten Stuff. Tengi, wie gesagt,
Apollosa war absehbar, ich habe mir trotzdem eine gekauft und jetzt ist wahrscheinlich auch der Wert davon am Arsch. Mehr Upgrades, also ich gehe mal stark davon aus, dass sie alle hochgehodelt werden. Rauzi hat leider nie so viel Play gesehen, wie man das sich vielleicht wünschen würde, aber kriegt einen Reprint. Barricade Board Blocker kommt jetzt wahrscheinlich als höherer Holo raus. Monoceros ist halt ganz nett. Romulus wurde ja geleakt als Prismatic, also kommt der definitiv hinten raus. Und das ist übrigens auch der Beweis, denn Romulus wurde als Prismatic geleakt. Das Bild sah sehr, sehr echt aus und ich glaube auch nicht, dass man einfach mal so ohne weiteres den spezifischen Prismatic-Effekt, den Yu-Gi-Oh! Eben druckte, so fälschen kann. Dementsprechend, und daran seht ihr, die Vorschaubilder sind einfach die aus den Originalsets. Ja, denn der wird ein Prismatic und keine Ultra. So, wo fängt der Interessantes dabei an? Unchained ist cool. Unchained ist verdammt cool. Auch die Searcher-Karte ist da drin. Das habe ich schon vorher nachgeschaut. Safer ist drin, was halt ein großer Reprint ist. Na, Gladbeast, Gallant Granite. Firewall! Unchained hier. Hier. Na, ja. Jetzt sehen wir. Ne, warte, shit. Ich werde nichts vorwegnehmen. IP war absehbar. Da. Die teure Unchained-Karte ist auch drin. Das ist schön. Und jetzt rollen wir runter und. Bösaure der Gorgonai. Und ne, warte, die kommt, glaube ich, in den Hauptset raus. Wie dem auch sei. Ihr habt ja in der letzten Megaton gesehen. Sie haben einfach da Saviors reingeworfen. Hier Schlägerdrache. Sie haben Infinity Chasers komplett reingeworfen. Wir haben die Infinite Traxxas Reprint. Mähdrescher war eine 5 € oder 10 € Karte. Anchor Drill war eine 20 € Karte. Der Rest war irrelevant dabei. Das können wir jetzt auch spielen. Das ist ein lustiges OTK-Deck. Megaklops war eine 10 € Karte. Jetzt ist sie bei, genau, weniger als 10 € gehe ich mal stark von aus. Outrigger Extension und Punktdrehung halt auch. Jetzt sehen wir Hack Witchcrafter Pottery, heißt das etwa? Yep, sie haben alle Witchcrafter reprintet. Sogar Edel, die eigentlich in einem Hauptset rauskamen, soweit ich weiß. Heine auch, Heine war ja teuer, irgendwie 10 € auch mittlerweile. Ziemlich heftig, also ja, die wird jetzt günstig. Madame Wer, ich weiß nicht. Ich meine, die hat ja schon Ultraprint bekommen, Schöpfung auch. Aber sie haben einfach alle Karten reprintet. Leider kam ja Patronus in einem Hauptset nach dem letzten raus. Also ja, sehr Seel, als ich sehr Seel gesehen habe. Ich habe das alles so ein bisschen durchgezippt. Dachte mir, oh cool, Witchcrafter, ganz nett. Die Infinite Tricks habe ich alle übersehen. Und dann sehe ich sehr Seel und denke mir, Alter, ich will Evil Eye spielen. Da dachte ich mir schon seit einer Weile. Ich habe wirklich überlegt, ob ich mir für 50 € das Playset von sehr Seel hole. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, der ist auf 9 € das Stück getankt und ihr kriegt dann auch ein Playset bei dem Preis. Also wenn ihr euch für 35 € etwa Evil Eye holen wollt, das kriegt ihr hin. Das ist ganz sweet. Wir sehen die ganzen Evil Eyes als Reprint. Und das macht mich glücklich. Oh mein Gott, Evil Eye ist so ein cooles Deck. Ne? Das ist wirklich, wirklich underrated. Und ich werde es bald spielen. Ne? Das freut mich. Es freut mich sehr. Und dann haben wir halt die Promos, die schon revealed wurden. Ich finde, zu Rivalen bestimmt, ist definitiv underrated. Gut, das waren die langen News. Jetzt kommen wir zu 900 Unity-Karten und Reprints. Ich werde das mal on the fly übersetzen. Du kannst diese Karte nur einmal pro Spielzug aktivieren, also ist ein Hard Ones per Turn. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst eine Stufe 4 oder niedriger Drag Unity in deinem Friedhof wählen, füg sie deiner Hand hinzu. Wenn dein Drag Unity-Monster mit einer Grundstufe von 5 oder höher angreift, ist es unaffected von Karteneffekten des Gegners bis zum Ende des Damage Steps. Das heißt, ganz okay, ich weiß jetzt nicht, addet halt was vom Friedhof. Krieg mir nach einem One-Off, ohne jetzt besonders viel Ahnung von den Archetype zu haben. Dann haben wir Dragunity Purgatory, das heißt, Dragunity Void. Infernity Barrier würde ich einfach mal behaupten. Wenn Gegner eine Zauberfaltenkarte aktiviert, während du ein Dragunity Synchro-Monster kontrollierst, annulliere die Aktivierung, verbanne die Karte. Dann, wenn du ein Level 10 Dragunity Monster kontrollierst, erhält ein Dragunity Monster, was du kontrollierst, 100 ATK für jede derzeit auf eine verbannte Karte. Okay, das ist Scrap. Und dann haben wir hier einen Reprint von Senators, Kuse, Sephiroth, World Legacy Guard Dragon Instructor Deck, obwohl der ja schon in der Megaton kam. Legion, Ascalon, Gaebulk, immer noch großartiger Name, und Romulus, again. Ne? Mehr Reprints wurden auch noch angekündigt, das heißt, wir bekommen Broto und Cockadoodledoo. Obwohl Broto auch schon in der Tin kommt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir den jetzt einfach zweimal bekommen werden. Das wird eine schöne Budgetkarte und. Er ist cool, er ist cool. Dann, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, Create a Card. Jemand hat Valkyren gebottet. Okay. Danach hat der, um das Ganze wieder gut zu machen, das Ganze hat übrigens Farfa in einem Video bekommen. Also, Farfa hat den Typen in einem Video konfrontiert, so, und war mit ihm im Discord. Danach hat er die Votes für das andere Deck, was war es, ein Sektor gekauft. Um das wieder gut zu machen, in Anführungszeichen.
Dann haben Walküren irgendwie wieder gewonnen, was dafür sprechen würde, dass wieder Bots da sind, weil alle hassen aktuell die Walküren-Spieler, außer natürlich die Spieler selbst. Und jetzt spricht Konami mit Twitter wohl, dass die Bots erkannt werden. Und ich meine, sie hätten auch einfach gleich die Corsi-ID annehmen können, aber mein wozu? Ja. Yeah. Und im Großen und Ganzen sind das die News für die Woche. Wenn euch das Ganze in diesem Format hier mehr so gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kann es auch gerne in Zukunft so machen. Aber ich denke mal, vor der Kamera ist es besser. Und sagt mir auf jeden Fall, was ihr von den Karten hier haltet. Ich finde die mega schon sehr, sehr interesting. Also sind großartige Reprints. Finde ich halt schon schade, dass ihr schon alles habt. Deswegen freue ich mich eigentlich nur auf Avramax und ein paar Kleinigkeiten. Aber overall ziemlich, ziemlich cool. Jo, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Bis dann, gute Nacht.